Hallo zusammen, hallo miteinander. Herzlich willkommen da zur ersten Sendung von Hope to Go. Hope to Go? Was heisst das? Hope heisst so viel wie Hoffnung. Und to go könnte man übersetzen mit zum Mitnehmen. Es gibt zum Beispiel Coffee to Go. Das kennen vor allem eure Eltern wahrscheinlich. He? Kaffee zum Mitnehmen. Und so heisst Hope to Go einfach Hoffnung zum Mitnehmen. Genau das ist das, was wir möchten von der Kinder- und Familienarbeit von der reformierten Kirche Ittigen. Wir möchten euch jeweils mit diesen Impuls eine kleine Hoffnung, eine kleine Ermutigung, einen Impuls in den Tag hineingeben. Sei es jung oder alt, für alle ist im Moment ja der Alltag recht herausfordernd. Wir möchten versuchen, täglich auf Sendung zu gehen, bis der Ausnahmezustand vorbei ist. Wir probieren jeweils, dass etwa ab der 12. der Clip hochgeladen ist. Du kannst auf YouTube gehen und dort unter dem Stichwort Ref Ittigen findest du unseren Kanal. Und dort drauf sind die Videos auch hochgeladen. Oder über unsere Homepage www.refittigen.ch. Das Wetter ist herrlich in diesen Tagen. Und man sollte ja unbedingt viel rausgehen. Weil, ihr habt ja vielleicht auch schon gehört, das stärkt unser Immunsystem. Immunsystem heisst unsere Abwehrkräfte, damit wir gesund und stark bleiben. Letztens bin ich jetzt draußen und da habe ich Bekanntschaft von einem Vogel gemacht. Alberto hat er geheissen. Es ist so einen aus dieser Sorte, so, wie haben die geheissen? Rothaarglubschi. Hast du von dem schon mal gehört? Ja, ein Rothaarglubschi. Und wir sind ein bisschen Blöderl gekommen und der Alberto hat mir von einem Unfall erzählt, den er hatte. Alberto ist am Fliegen. Wunderbar. In dieser Frühlingszeit Alberto fliegen. Wunderbar. Was ist denn mit dem Alberto hier passiert? Findet ihr es raus? Genau, die einen werden sicher erraten haben, der Alberto ist gegen eine Scheibe geflogen. Der Alberto musste erfahren, dass es Sachen gibt, die man nicht sieht. Er musste das schmerzhaft erfahren. Ich habe auch mal etwas Ähnliches erlebt. Ich war mit einem Kollegen unterwegs und wir waren so zusammen im Reden und sind auf ein Gebäude zugelaufen, das so grosse Glasscheiben hatte. Und als wir am Laufen waren, macht es plötzlich Tack! Oh, und ich bin mit dem Kopf voll in so eine Glasscheibe hineingelaufen. Was ist passiert? Ich hatte das Gefühl, die Türen seien offen, weil ich durchgesehen habe, dabei war sie zu. Ich musste auch erfahren, es gibt Sachen, die man nicht sieht, aber doch da sind. Das erleben wir jetzt eigentlich in diesen Tagen alle zusammen auch. Es gibt Sachen, die wir nicht sehen, aber doch da sind. Die Viren nämlich, die uns hier so nerven. Der Coronavirus, wisst ihr, wie gross der ist? Der ist 120 bis 160 Nanometer gross. Das ist nicht ein Zentimeter, das ist nicht ein Millimeter, das ist auch kein Mikrometer, sondern noch weniger. Die Viren sind so klein, dass man sie nicht sehen kann, nur unter einem grossen Mikroskop. Und trotzdem haben sie ja eine Wirkung. Menschen werden krank davon und auf uns alle haben sie einen Einfluss in diesen Tagen. Es gibt also Sachen, die wir nicht sehen und trotzdem da sind. Ja, und so ist es doch eigentlich auch bei Gott. Wir können Gott nicht sehen. Oder hat von euch schon mal jemand Gott gesehen? Wir machen uns vielleicht ein Bild von ihm, wir stellen ihn uns vor, aber gesehen haben wir ihn nicht. Und trotzdem ist Gott da. Es ist mit Gott so ein bisschen wie mit dem Wind auch. Den Wind kannst du auch nicht sehen, aber du kannst ihn sehr spüren. Du kannst ihn erfahren, den Wind. Und so ist es mit Gott auch. Wir können Gott nicht sehen, aber ich glaube ganz fest, wir können ihn erfahren. Wie kann das geschehen? Wie können wir Gott erfahren? Wenn wir zum Beispiel rausschauen in die wunderbare Natur oder wenn wir liebe Menschen treffen und mit ihnen eine gute Zeit haben oder die Bibel sagt sogar, wir können mit ihm direkt reden. Wir nennen das Beten. Oder die Bibel selber erzählt so viel von Gott,
dass wir ihn dort innen auch erfahren können, weil wir von ihm Sachen hören. In der nächsten Zeit geht es jetzt ein bisschen darum, wir möchten euch in den nächsten Tagen hier noch ein bisschen mehr zeigen, wie man den Gott kann auch erfahren kann, obwohl man ihn nicht sehen. Zwei Tipps aber für den heutigen Tag. Eine Idee wäre doch, nimm irgendeinen alten Stofflumpen oder einen Plastiksack und schneid daraus eine Fahne aus. Mach die an einen Stab an und steck den Stab entweder in den Garten oder binden am Balkon oder an oder so zum Fenster aus. Und dann beobachten. Und immer wenn der Wind so reinkommt und die Fahne bewegt, dann darfst du wissen, es gibt Sachen, die man nicht sieht und trotzdem da sind. So ist es mit dem Wind und so ist es auch bei Gott. Wenn du vielleicht noch eine andere Sache weisst, die man nicht sieht, aber kann erleben, dann tu uns doch das mitteilen. Du kannst uns erreichen, entweder auf der Nummer 079 720 48 79 oder auf kids@refitigen.ch. Wir würden uns freuen, von euch zu hören und sagen Tschüss zusammen, bis morgen.